Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exodus und in diesem Video gibt es mal wieder den lieben Xur, wo er dieses Wochenende steht, und zwar auf Nessus, hier oben beim Wächtergrab, wo er immer steht, wenn er auf Nessus unterwegs ist. Dafür müssen wir mit Sparrow hier zum Baum fahren und da oben steht er dann. Und ich zeige natürlich, was er dabei hat und gebe da ja ein bisschen meine Meinung zu den einzelnen Waffen bzw. der Waffe und den Rüstungen ab. Nun, ihr müsst hier hochspringen und hier oben steht dann der liebe Xur, unser exotischer Händler. Und dabei hat er folgende Sachen. Wie immer natürlich ein Engramm. Das machen wir am Ende dann auf. Und ja, kommen wir direkt zum Himmelsbrenner Eid. Das ist ein exotisches Scout-Gewehr, spielt sich aber ein bisschen anders als andere Scout-Gewehre. Denn diese Waffe feuert große explodierende Kugeln ab, wenn man aus der Hüfte feuert. Mit Zielvorrichtungen fliegen die Kugeln schneller und gerade, verursachen höheren Schaden und haben eine niedrigere Feuerrate. Das heißt, wenn ihr ohne zu zielen schießt, dann ist die Feuerrate deutlich höher. Und ja, die Kugeln sind teilweise auch zielsuchend, beziehungsweise sie fühlen sich ein bisschen zielsuchend an, wenn man zielt. Also hier, versucht's aus. Ihr werdet feststellen, es ist ein Scout-Gewehr, das sich ein bisschen anders spielt. Es ist ein Scout-Gewehr, das... Es ist ein interessantes Scout-Gewehr. Es ist keine Must-Have-Waffe, aber es ist einfach anders. Es ist ein anderes Scout-Gewehr. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Im Großen und Ganzen, sie macht Spaß, ist aber keine, die ich für PvP empfehlen würde oder für PvE. Für PvE eher so im Sinne von, ja, spielt sie mal, weil sie eben einfach sich ein bisschen anders spielt. Man hat ja momentan in Destiny anyway nicht so viel zu tun, kann man auch ein bisschen Waffen testen. Dann haben wir für die Jäger die Opidia Sparta, ich hoffe, die wird so ausgesprochen. Das ist eine interessante Exo, denn sie gibt uns zwei Messer. Das heißt, wir haben neben dem normalen Messer noch ein zusätzliches Messer. Wenn wir also Solar spielen beim Jäger, haben wir mehrere Messer, die wir werfen können. Da gibt es, und das werden die einen oder anderen schon wissen, relativ coole Kombinationsmöglichkeiten. Da kann man gucken, dass die Super sich schneller auflädt oder dass, wenn man mit dem Wurfmesser einen Präzisionskill macht, dass man das Wurfmesser wiederkriegt. Wenn man da natürlich zwei hat, macht das noch mehr Sinn, das so zu spielen. Also da kann man coole Sachen rausholen. Für PvP kann man es auch brauchen, aber die Jäger unter euch wissen, okay, Messer im PvP ist zwar witzig, wird aber nicht so häufig eingesetzt. Leider haben wir hier aber einen Gesamtwert von 60, was relativ tief ist. Wir haben zwar 14 Punkte auf Stärke, das ist relativ gut, aber der Gesamtwert ist eben relativ tief. Ich sag's mal so, wenn man die Echse noch gar nicht hat, kann man sie sich so durchaus holen, weil das ist akzeptabel, gerade mit dem etwas höheren Stärkewert, aber eben, es geht besser als ein 60er Wert. Dann haben wir für die Titans diese Exo-Brust. Aufgeladene Nahkampf-Todesstöße verursachen eine Explosion, die Schaden verursachen. Finisher und Todesstöße gegen mächtige Ziele erhöhen den Radius und den Schaden der Explosion. Ihr merkt auch schon, für PvP ist das Ding definitiv nichts. Dann haben wir noch ein zweites Problem. Wir haben hier einen 62er Gesamtwert, ist jetzt auch nicht wahnsinnig hoch und nur plus 2 auf Stärke. Obwohl das Ding gerade von der Stärke lebt, denn aufgeladene Nahkampf-Todesstöße, das heißt, die Nahkampffähigkeit muss aufgeladen sein, und mit einem so tiefen Stärkewert ist das eigentlich völlig Quatsch. Deswegen, ja, wenn man die noch gar nicht hat, kann man sie holen, aber ich garantiere, da gibt es wesentlich bessere Kombos, besonders wenn die Stärke hoch ist. Nun, das Ding ist mehr für PvE. Auch hier gibt es tolle Kombinationsmöglichkeiten, indem dass man eben guckt, dass der Nahkampf sich schneller auflädt. Dann kann man kleinere Feinde einfach in die Luft sprengen, indem dass man sie mit dem Nahkampf hittet. Dann gibt es eine schöne Explosion, also man tötet sie mit einem Nahkampfangriff. Dann gibt es eine schöne Explosion und die, sagen wir mal, die Schar, die drumherum steht, stirbt gleich mit. Es ist aber kein Must-Have, es ist auch hier eher mehr so Fun. Da kann man ein bisschen was ausprobieren. Ja, mal einen Strike damit laufen und ein bisschen mehr prügeln. Gut, dann haben wir für die Warlocks diesen wunderschönen Helm hier mit einem 62er Gesamtwert, auch nicht wahnsinnig hoch. Das scheint dieses Wochenende ja wohl Programm zu sein. Die Fähigkeit ist, markiere Prioritätsziele und verbessere das Regenerationstempo deiner Granate, Nahkampf- und Rift-Fähigkeit. Dieser Helm hier ist das Nonplusultra, wenn man nicht weiß, was man anziehen soll als Exo für den Warlock. Denn das Ding unterstützt einfach alles. Granaten, Nahkampf, Rift-Fähigkeiten werden schneller geladen. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, ich weiß manchmal gar nicht so richtig, was für eine Exo ich mit dem Warlock anziehen soll, nehmt einfach die mit. Damit macht ihr nie was falsch. Weder im PvP noch im PvE. Es wird einfach alles unterstützt bei der Aufladung. Nicht immens, aber ein bisschen. Und das bringt natürlich auch schon was. Ja, also das Ding hier ist...
Eigentlich ganz nützlich. Ich habe es immer gerne dabei, wenn ich zu faul bin, zu überlegen, welche Exo will ich jetzt als Warlock mitnehmen. Gut, dann noch das exotische Engram und dann war es das auch schon für dieses Weekend mit dem lieben Xur. Was habe ich Schönes gekriegt? Oh, ein 66er Wert mit Disziplin. Intellekt, Stärke, gar nicht mal so schlechte Werte. Das Ding behalte ich mal, schmeiße ich auf den Tresor. Vielleicht kann ich es mal brauchen. So, ganz kurze Info noch. Ich weiß, momentan kommen ja nicht so viele Videos auf dem YouTube-Channel hier. Das liegt auch daran, dass Destiny momentan nicht so wahnsinnig viel zu bieten hat. Wenn natürlich wieder ein bisschen mehr Destiny-Content kommt, also von Seiten Bungie und so, wird es auch mehr Videos hier geben. Ich überlege mir noch ein paar Best-of-Videos zu schneiden. Wenn ihr Bock habt, ein paar Best-of-Videos zu sehen, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein, ob ihr an sowas Interesse habt. Und ja, ansonsten mehr Destiny-Videos. Mehr Guides und Stuff like this gibt es natürlich, wenn auch mehr Content von Bungie präsentiert wird in Season 15 und dann allerspätestens bei der Witch Queen, wenn das dann irgendwann mal kommt. Gut, das war's auch schon. Die ganz kurze Info wollte ich noch loswerden. Lasst ein Like da, um mich und das Video zu unterstützen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch Schönes gegönnt habt bei dem lieben Xur, was ihr aus dem Exo-Engram gekriegt habt zum Beispiel. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.